Zufall. Okay, gut. Dann noch eine große Preisfrage. Wie sieht es bei Ihnen aus? Wohnen Sie alle noch zur Miete? Perfekt, ich auch. Ja? Gut, wer von Ihnen hat, sagen wir mal, innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate vor, sich wohnungstechnisch, wohntechnisch zu verändern? Anna, zwei? Nichts heißt häufig. Ja, okay, ist ja egal, es geht ja nur um so eine Indikation. So, das heißt, dann auch Glückwunsch an viele von Ihnen, dass Sie sich jetzt erstmal Gedanken darüber machen und sagen, okay, ich mache mir erstmal schlau, wie gehe ich an so ein Projekt überhaupt ran? Ja, das Spannende ist nämlich, die meisten planen ihren Jahresurlaub, ja, intensiver und genauer als den Hauskauf oder den Hausbau. Ja, also für so einen Jahresurlaub gibt es Leute, die planen da 3-4 Monate dran. Ja, und dann ist das hoffentlich auch meistens perfekt. Aber beim Wohnungskauf, Hauskauf ist es häufig so, erlebe ich immer wieder, dass die meisten so eine grobe Vorstellung haben, okay, was können wir uns leisten? Ja, schwärmen dann aus, besichtigen Wochenende für Wochenende und sagen dann, das ist es, das wollen wir haben, die Wohnung, das Haus, das ist das Traumhaus. Ja, und dann brauchen sie die Finanzierung innerhalb von, in der aktuellen Marktsituation, ist das eigentlich schon fast zu spät, ja? Aber sonst brauchen sie die innerhalb von 5-6 Tagen die Finanzierungszusage, weil sonst ist das Objekt weg. Ja? So. Und das kann man alles so machen, ist aber mit Sicherheit dann auch nicht unbedingt der preiswerteste Weg. Ja? Weil das merkt auch ein Banker, ja? Wenn sie Druck haben, dann wird er im Zweifelsfall immer gucken, dass er seine Marge, also das, was er an der Baufinanzierung verdient, dann eher großzügiger für die Bank auslegt als für Sie. Ja? Wenn Sie zum Beispiel sagen, okay, ja, wir machen heute den Kursus, wir gehen das gleich mal alles durch, wie sich das alles berechnet, und Sie dann sagen, hey, wir wissen, was wir können, ja? Sie haben vielleicht schon mit der Bank sogar gesprochen, ja? Der hat Ihnen das schon mal so größtenteils abgenickt, so, dann können Sie auch, wenn Sie dann Ihr Objekt haben, dann können Sie viel schneller und viel entschiedener auftreten und dem Makler sagen, hier, nehmen wir. Ja, gehen, was weiß ich, wenn das Sonnabend ist, wir gehen bis Freitag zum Notar. Ja, das vielleicht nochmal so als kleinen Tipp vorneweg.